Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Rehbach, immer noch am Mulchen. Und das geht hier ordentlich voran. Wir sind fast fertig. Also es fehlen jetzt nur noch da die zwei Abschnitte. Aber ansonsten den Großteil habe ich schon fertig gemacht. Und ja, das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Muss man einfach mal so zugeben. Wir nämlich das Grasfeld hierhin erweitern und ja. Oh, da haben wir dann einen Baumstamm. Oh. Baumstämme werden auch alle weggemacht. So. Bäume mal aufpassen, aber ansonsten geht das eigentlich übel fit. So. Da müssen wir auch noch schauen, dass wir gucken, dass wir ab 12 Uhr oder so mit dem John Deere nochmal hier hochfahren, um zu pressen. Ich sehe gerade, was übrig geblieben. So. Dass wir dann hier pressen können und dann das Gras einfahren. Dann wird das verarbeitet zu Silage vermutlicherweise. Ich könnte eigentlich auch noch eine TMR-Station bauen für Mischfutterproduktion. Aber da müssen wir noch gucken, ob wir es vielleicht machen oder nicht. So. Weil die Sache ist, die kostet bestimmt auch wieder 30.000, 40.000. Und dann halt den Kosten-Nutzen-Faktor. Ich meine, wir können uns auch einfach das Mischfutter einfach kaufen, so. Über den Global Market. Deswegen, das wäre da wahrscheinlich sogar billiger. Natürlich auf Dauer nicht unbedingt, aber ich meine, wir müssten so oder so irgendein Gut dazu kaufen, also macht das ja eh keinen Sinn. Also zum Beispiel Silage aktuell, wenn nicht wirklich viel, müsste man dann eben in dem Sinne dazu bestellen. Und somit hat man ja dann wieder die Extrakosten. Weil ich Silage zusammenbekomme, da ist Weihnachten vorbei. Aber aus den Grasballen, die wir jetzt ja hier machen, wollten wir ja ein bisschen Silage machen. Deswegen wäre das nicht ganz so schlecht. Ansonsten habe ich auch noch eine Sache, die habe ich ganz vergessen. Einen Mod, der einen Sprinter beinhaltet. Und zwar kein normaler Sprinter, sondern ein Sprinter mit Autoload-Funktion. Der wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Galgenwerker. Nicht für die Rehbach. Da gibt es bestimmt auch das eine oder andere, was wir mit dem wegfahren können. Aber ich glaube nicht, dass der sich für hier lohnen würde. Der hier. Ja, Mercedes Sprinter. Ich glaube nicht, dass der sich lohnen würde für hier. Ich sehe mich ja irgendwie immer noch bei dem hier. Irgendwie. Ich weiß auch noch nicht, warum. Man könnte aber auch überlegen, ob man sich vielleicht den Deutz hier holt. Wo ist er? Den hier? Weil der ist auch nicht so schlecht. 100 PS, na gut, das wäre halt ein Hofschlepper. Das muss man ja sagen. Das wäre auf jeden Fall ein Hoftraktor. So, dann fahren wir hier nochmal ganz knapp am Feld vorbei. Dass wir das eventuell noch verbunden kriegen. So. Dass das verbunden ist und dann ist gut. So. Dann können wir nämlich das jetzt zurückgeben. Die Forstmaschine. So. Sehr schön. Können wir mal die Zeit ein bisschen schneller machen. Dass es um 12 Uhr das aufhört zu schneien. Ich würde ganz gerne erst dann anfangen mit Pressen. Aber der jetzt hier nicht ganz auf der Straße steht.
Hier sitzen, da unten hin. So, der steht hier noch rum. Den brauchen wir. Oder nee, warte mal. Es ist natürlich die Frage, wer hier mehr PS hat. Der hat 175, 145, also doch der. 75, 10. So. Einmal Rückwärtsgang und brauchen dich bei den bei der Presse. Die Presse sollte ja eigentlich hier drinnen stehen. Oder? Da steht sie. Sehr schön. Einmal dran da den Quadrant. So. Den nehmen wir mit. Und da bräuchte man ja auch noch einen Anhänger, wo wir es aufladen können. Der ist da. Da braucht man dann den. So, da brauchen wir dann den hier. Wir müssen auch noch dann hier den. Ach, guck mal. Prima. Ah, ne, das war zu. War falsch. So. Wir brauchen auch dann noch hier diesen Wickel. Menschen. Ballenwickler. Für Waderballen. Könnt ihr die natürlich direkt machen, aber ich würde ganz gerne hier mal sowas ausprobieren. So. Sehr schön. 34, 900. Nein, ich würde es ganz gerne nur mieten, weil dauerhafte Benutzung brauche ich das nicht. Deswegen. So, dann können wir noch schnell den Anhänger holen. Für die Ballen. Und dann geht's auch schon in Richtung Feld. So, was wir auf jeden Fall. Hä? Wo steht denn der Anhänger? Ach, ich weiß, wo der steht. Was wir auch mal machen müssten, wäre wahrscheinlich die Felder mal spritzen. Weil ich meine, die sind ja fast erntereif. Haben aber bestimmt auch ordentlich Unkraut, oder? Kein Unkraut. Gar nicht. Wie kommt denn das? Habe ich Unkraut aus oder? Also. Ist mir auch noch nicht passiert, dass ich gar kein Unkraut hatte. Unkraut ist an. Gut. Wenn ich kein Unkraut habe, ist doch umso besser. Brauche ich nichts spritzen. Das ist aber schon erstaunlich. Müsste ja hier hinten stehen, der Anhänger, oder? Ja, da steht er. Genau. Sehr schön. So. Und dann geht's mit den beiden in Richtung von dem Feld. Dann schnappen wir uns den Torian und. Ja. So, dann schicke ich die beiden jetzt aufs Feld. Erstmal hier den John Deere, der ein bisschen Vorsprung hat, schon mal zum Feld zu fahren. Er hat auch noch ein bisschen Heu drinne. So, an dem hier müssten wir vielleicht mal vorbei. Genau. Dann schicken wir den jetzt hoch. So, so. So. So, hier sind wir. Den nehmen wir. Und stellen den wieder auf den Hof. Achso, mit dem könnten wir vielleicht ein bisschen. Ja, gut, ich habe jetzt kein Güllefass. Aber wir könnten die Milch ausladen, insofern das möglich ist. Das Fass dann nutzen, um die Gülle hin und her zu schippern, damit wir Dünger produzieren können, der uns natürlich ordentlich Geld bringt. So. So, den hier in Richtung. So, da ein Ziel setzen. Upp. Sehr schön. So, der ist hier. Dann schnappen wir uns nämlich den Thorium. Mit der Ballengabel.
Sehr schön. Wir dann noch das Ding ranmachen? Gute Frage. Ja, können wir tatsächlich. Sehr schön. Dann nehmen wir das gleich mit. So, der kann zwar maximal nur 23 fahren, aber der wird das schon schaffen. Bis zum Hof. So, da werden wir jetzt einfach mal sehen, wie das ist, wenn die sich entgegenkommen. Da bin ich jetzt einmal wirklich gespannt drauf. Zeig mal her. Der kommt von vorne, der John Deere. Treffen die sich? Ah, guck mal, der weicht aus. Aha. Und brettert dann von hinten in ihn rein. Na, das ist ja super. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Los, Diggi. Kannst du keinem erzählen. So, hier, da hoch sollst du. Digga, wo bist du denn schon wieder? Ja, wieso? Na toll, jetzt, also. Kann ich den hier auch wieder neu einstellen? Digga, was ist denn? Ey, Mann, das ist doch so ein Kack hier. Oh, der ist jetzt da, den können wir entlassen. Aufklappen den ganzen Spaß hier. Und dann ist Beginn am ersten Wegpunkt hier. Erster Wegpunkt, gib ihm. So. Der ist immer noch hier. Ach ne, warte mal, der muss. Komm. Fahr hier irgendwo hin. So, der ist auf dem Weg. Was sagt der hier? Der ist leer. Gut, sehr schön. So, dann müssen wir das Ganze aufmachen. Grundsätzlich bräuchten wir jetzt für das Menüsystem hier mal Schläuche. Weiß aber nicht, ob das hier möglich ist. Ja, das scheint mir hier nämlich nicht so. Als wäre das hier irgendwie mit Schlauch möglich. Leider. Oder? Und wir können ja mal drumherum gucken, ob wir da irgendwo Schläuche haben. Ansonsten. Nee, leider nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Das wir müssen von oben rein laden, aber ich meine, so ist es ja auch irgendwie, denke ich mal, in Real Life auch. Also hat ja nicht immer Schlauchanbindung, sondern auch mal das Ganze über eben diesen oberen Teil. So, gut. Dann fahren wir jetzt die erste Ladung in die Produktion. Und lassen uns dann vom Geld. Und Geld berieseln. Könnte natürlich hier auch noch einen Weg hinten lang. Also ich glaube, hier hinten so ein Weg lang wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also wenn wir sagen, wir machen hier noch so einen Weg lang. Ich denke, das werde ich mal so gleich nach der Aufnahme machen. Weil das dauert wieder ein bisschen. Deswegen. Aber ansonsten hier die Einfahrt finde ich gar nicht so schlecht. Man kann es noch ein bisschen ausdekorieren, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Die Einfahrt ist aktuell auch noch ein bisschen sehr klein. Aber ansonsten
Ja, geht das auf jeden Fall. So. Einmal abladen. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. In der nächsten Folge werden wir uns ein paar Schafe holen. Und damit würde ich sagen, war's das. Haut rein. Tschüss und ciao.